Hallo, heute ist Weihnachten und ich möchte mit euch mein Geschenk auspacken, einen Transistor. Aber ich will nicht nur den Transistor sehen, sondern ich will den Siliziumchip des Transistors in dem Gehäuse sehen. Wie es in einem geöffneten Transistor aussieht und welche besonderen Eigenschaften ein geöffneter Transistor hat, das gibt's nach dem Intro. Heute wollen wir ein bisschen Geschenke auspacken. Es ist ja Weihnachten. Hier öffnen wir die Schachtel. Und was sehen wir? Einen schönen Transistor. Den wollen wir uns doch mal noch genauer ansehen. Wie wir in Bild 1 sehen, handelt es sich um einen 2N2368 im TU18 Gehäuse. In Bild 2 sehen wir von unten auf die Anschlussdrähte des Transistors. Auch wenn es hier aussieht, als ob der Kollektor isoliert wäre, ist in Wirklichkeit der Kollektor mit dem Gehäuse elektrisch verbunden. In Bild 3 sehen wir den aufgeschliffenen Transistor. Der Boden des Gehäuses ist mit dem Kollektor verbunden. Hier befindet sich der Basisanschluss und hier der Emitteranschluss. Hier befindet sich der Siliziumchip, der mit seiner Unterseite mit dem Kollektor verbunden ist und über zwei Golddrähte mit dem Basisanschluss und dem Emitteranschluss verbunden ist. Da man auf dem Foto keine weiteren Details sehen kann, habe ich ein Video unter dem Mikroskop gemacht. Hier die Innenansicht des Transistors unter dem Mikroskop. Wir haben hier den Anschluss 1, den Emitter. Hier den Anschluss 3, den Kollektor und hier den Anschluss 2, die Basis. Ich zoome nun ein bisschen hinein. Muss dann immer wieder scharf stellen. Oh, das ist das Maximum, was ich mit meinem Mikroskop herausbekomme. Hier unten befindet sich der Emitter und hier oben die Basis. Die Unterseite des Chips ist mit dem Gehäuse, also dem Kollektor, verbunden. Wie schon anfangs angedeutet, gibt es bei den offenen Transistor einen besonderen Effekt. Dazu wollen wir einen Versuch, wie in Bild 4 dargestellt, aufbauen. Wir haben hier unsere Spannungsquelle von 15 Volt. Wir gehen mit dem positiven Pol über einen 4,7 Megaohm Widerstand zum Kollektor des Transistors und vom Emitter des Transistors wieder zurück zur Spannungsquelle. Die Basis bleibt offen. Dann messen wir mit einem Spannungsmesser, der einen Innenwiderstand von 10 Megaohm hat, die Spannung U2. Im Ruhezustand wird die Spannung U2, die ja die Kollektor-Emitter-Spannung ist, etwa 10 Volt sein, weil wir einen Spannungsteiler von hier 3 zu 2 haben. Hier unser Versuchsaufbau. Wir kommen von der positiven Versorgungsspannung auf diese obere positive Stromschiene. Gehen dann über den 4,7 Megaohm Widerstand zum Kollektor des Transistors. Die Basis ist offen und der Emitter geht hier auf die negative Schiene und über die blaue Leitung geht es zurück zur Stromversorgung. Mit der roten und blauen Leitung messen wir die Versorgungsspannung hier und mit der schwarzen und roten Leitung messen wir die Spannung am Kollektor hier. Wenn wir nun, wie in Bild 4a angedeutet, Licht auf den Transistor scheinen lassen, dann tritt ein Fotoeffekt auf und es fließt ein Strom über den Transistor. Die Spannung U2 sinkt. Der Effekt ist nicht sehr groß, weil natürlich dieser Transistor nicht für diesen Effekt gezüchtet wurde, aber man kann ihn sehen. Ich bringe nun mit der Lampe Licht auf den Transistor. Und wir sehen, wie die Kollektorspannung abnimmt. Wenn ich wieder weggehe, steigt die Kollektorspannung. Wenn ich wieder Licht dazufüge, sinkt sie wieder. Das war's für heute. Schreibt mir doch, wie euch das Weihnachtsvideo gefallen hat. Und wie immer würde ich mich über einen Daumen hoch freuen.
Und damit ihr keine weiteren Videos verpasst, gebt mir ein Abo und aktiviert die Glocke. Ich wünsche euch noch ein frohes Fest und schöne Feiertage. Bis demnächst auf meinem Kanal. Tschüss!